Du möchtest wissen, wie Musik zur Karriere werden kann? So geht's. Das sind Sue und ihre Band. Sie feiern live und mit online veröffentlichten Songs erste Erfolge. Jetzt wollen sie durchstarten, aber wie? Das Musikbusiness bietet heute so viele Optionen wie nie. Sues Band kann es komplett in Eigenregie versuchen oder zum Beispiel mit einer Managerin, die bestimmte Bereiche übernimmt. Aber der Musikmarkt bleibt auch komplex. Hier kommen Musiklabels ins Spiel. Sie sind kreative Partner und helfen mit Investitionen, Know-how und einem Team, damit sich Sues Band vor allem auf die Musik konzentrieren kann. Klingt gut. Die Band trifft Lenz von ihrem Lieblingslabel. Er erklärt, wo das Label ihnen zur Seite stehen kann. Etwa bei der professionellen Musikproduktion, bei der Buchhaltung, bei Grafik, Videodreh oder Tourplanung. Es kann bei Vertrieb, Marketing und Promotion unterstützen und bei Bedarf maßgeschneiderte Social-Media-Kampagnen entwickeln. Und das Label zahlt der Band je nach Umfang der Zusammenarbeit einen Vorschuss, den sie behalten kann, auch wenn ihre Musik wenig Erfolg hat. Bei all dem greift das Label auf Erfahrungen, Datenwissen und ein oft internationales Netzwerk zurück. Sues Band ist begeistert. Jetzt muss sie entscheiden, wo sie Support braucht und welche Form der Zusammenarbeit die richtige ist. Vom KünstlerInnen-Exklusivvertrag über mehrere Aufnahmen, einen Bandübernahmevertrag inklusive Rechtseinräumung für begrenzte Zeit oder einen reinen Vertriebsvertrag bis hin zu anderen individuellen Deals ist alles möglich. Die Daumenregel? Je mehr Aufgaben das Label für die Band übernimmt, desto höher ist später dessen Beteiligung an möglichen Einnahmen. Aber welche Einnahmen sind das überhaupt? Als Interpretin tritt Sue ihre Rechte teilweise an das Label ab, damit es für sie unter anderem mit Streaming-Anbietern oder im Falle von CDs und Vinyl mit dem Großhandel verhandeln kann. Manche Rechte kann Sue zudem in die Verwertungsgesellschaft GVL einbringen und auch darüber Geld verdienen. Hat Sue die Musik selbst komponiert oder die Texte geschrieben, erhält sie außerdem Einnahmen über die GEMA. Laufen ihre Songs im Radio, Internet und Club oder werden anderweitig veröffentlicht, erzielt sie jeweils Lizenzeinnahmen. Das Label sowie GEMA und GVL rechnen diese an Sue ab. Das Label je nach Vereinbarung, die Verwertungsgesellschaften nach Verteilungsplänen. Weitere Einnahmequellen sind zum Beispiel Merchandise oder Markenkooperationen. Sues Band unterschreibt. Der Vertrag mit dem Label ist ein wichtiger Schritt hin zu einer professionellen Karriere. So können sie sich auf ihre Musik konzentrieren und mit Ausdauer, dem richtigen Timing und etwas Glück klappt das. Sues Band kann es jedenfalls kaum erwarten.